Oh. Hallo, Fell. Nimm da was, bla bla bla, versuch mit ihm zu sprechen. Also, Dakon, kannst du mir für mich als Dolmetscher? Dakon nickt. Oh, frag ihn, wer er ist. Der Dabus senkt leicht den Kopf und über ihm erscheint ein einzelnes Symbol. Es ist zuerst verschwommen, dann nimmt es die Form eines weißen Ovals an, das von einem schwarzen Blitz durchdrungen wird. Was hat er gesagt, Dakon? Man nennt ihn Fell. Ich hätte noch ein paar andere Fragen. Frag ihn, was das hier für ein Ort ist. Eine langsame Abfolge von Symbolen materialisiert sich über Fells Kopf. Die Symbole brauchen eine Weile, bis sie deutlich werden. Sie beginnen als einfache Linien und verdichten sich dann zu atemberaubenden Farben. Was hat er gesagt, Dakon? Er ritzt Bilder ins Fleisch, Tätowierungen. Fragen? Blub. Ich habe das Gefühl, dich zu kennen, Fell. Frag ihn, was das für ein Ort ist. Kann er mir was über die Tätowierung auf meinem Körper erzählen? Kann ich mal sehen, welche Tätowierung für... Ja. Frag ihn, ob die Tätowierungen auf dem abgetrennten Arm von ihm sind. Ah, okay. Fell verbeugt sich höflich und ein Strom von Symbolen kreist um seinen Kopf. Erst im und dann gegen den Uhrzeigersinn. Was hat er gesagt, Dakon? Seine Aussagen sind immer widersprüchlich. Dakon hält seinen einen Moment inne. Mit schwimmenden schwarzen Augen betrachtet er die Symbole. Er sagt, du triffst ihn zum ersten Mal. Er sagt, du würdest ihn nicht zum ersten Mal treffen. Weiß er, wer ich bin? Eine weitere Abfolge von Symbolen materialisiert sich schnell und deutlich über Fells Kopf. Was hat er gesagt, Dakon? Du bist ihm bekannt, aber er kann dir nicht sagen, worüber du Kenntnis wünschst. Warum nicht? Ein Moment lang antwortet Fell nicht, dann erscheint ein Strom von Bildern, als ob sie aus Fells Gedanken hervorquellen. Was hat er gesagt? Tagebuch auf den neuesten Stand. Anstatt zu antworten, entschuldigt er sich für sein Schweigen. Dakon hält einen Moment inne. Als er weiterspricht, sind seine Worte wie Eis. Er sagt, dass er das Wesen eines Menschen nicht ändern kann. Als Dakon diese Worte wiederholt, spürst du einen schmerzhaften Druck in deinem Kopf, der mit dem letzten Wort abklingt. Okay. Nun denn. Was ist das für ein Vorhang dort hinten? Eine ganze Karawane von Symbolen materialisiert sich Zeichen für Zeichen um Fell. Dies ist seine Galerie. Er sagt, dass er dich als seine Leinwand kennt. Er zeigt mit seiner Bewunderung Respekt vor deiner Stärke. Dakon ist in einem Moment lang still. Dann beleidigt er dich, indem er dir sein Mitleid ausspricht. Sein Mitleid? Eine weitere Karawane, bla bla bla. Ja, aber mitleidet dich wegen der Narben, die die Folter auf deinem Körper hinterlassen hat. Er sagt, du hast gelitten. Das Leiden hat dich stark gemacht. Was meint er damit? Eine lange Kette, bla bla. Kopf fällt und windet sich dann wie fest um seinen Arm. Er sagt, seine Bewunderung gründet sich auf dein Erleiden von Verlust. Er sagt, dass der Verlust dir wie Ketten anhaftet und du dennoch stehen und gehen kannst. Bitte ihn fortzufahren. Eine lange Kette von Symbolen erscheint über Fells Kopf und fällt dann herunter, um Fell wie einen Mantel einzuhüllen. Was hat er gesagt, Dakon? Er sagt, dass dieses Leben vom Verlust geprägt wird, so wie alle vorherigen Leben. Er sagt, du häutest dich wie eine Schlange und lässt dabei diese Leben hinter dir zurück, während du auf allen Pfaden des Lebens wandelst. Sagt er noch irgendwas anderes? Eine lange Kette von Symbolen erscheint über Fells Kopf und fällt dann plötzlich auf den Boden, wo sie sich wie ein Schatten hinter Fell ausbreitet. Er will, dass du diese Warnung kennst. Jedes deiner Leben wirft einen Schatten auf die Existenz. Dein Pfad wird dich dorthin bringen, wo die Schatten sich selbst nicht kennen und wo die Wände aus Reue bestehen. Okay, ich verstehe. Erzähl mir noch was, noch irgendwas anderes. Eine kurze Folge von papierdünnen Bildern erscheint in einer geordneten Reihe neben Fell und löst sich dann in glühende Staubkörner auf. Er trägt dir auf, nichts zu unterzeichnen. Ah, vielleicht, ne? Nun gut. Es scheint eine weitere Folge von Bildern, die eine Spirale bilden. Ihre Textur bedeutet... auf eine Frage hin. Was hat er gesagt? Er fragt, ob du dich selbst genug kennst, um vollständig zu sein. Wahrheit. Oh, einen Moment.
Vollständig zu sein, Wahrheit. Ich meine, ehrlich gesagt, seit ich in der Leichenhalle aufgewacht bin, fühle ich mich, als ob irgendwas fehlt in mir drin. Das geht dich nichts an. Lüge. Ja, ich fühle mich vollständig. Warum? Ich wollte ihm doch noch mal das Erste. Fell nickt und eine Serie von Symbolen materialisiert sich wie ein Heiligenschein um ihn. Oh, dieser. Oh, da kommt wieder einer. Oh, das war ein falscher Alarm. Er hat Achtung vor deiner Stärke. Er trägt dir auf, dir selbst treu zu bleiben. Dann wirst du dich selbst wieder kennen. Ich werde es versuchen. Ich würde ihm gerne noch ein paar Fragen stellen. Da kommt nickt. Upp. Er hat erwähnt, dass er mich schon mal, dass er mir schon mal begegnet ist. Weiß er, wie ich gestorben bin? Einen Moment lang antwortet Fell nicht, dann materialisieren sich über seinen Kopf langsam und drohend drei Symbole, von denen jedes einen langen Schatten wirft. Schatten. Er hat nur Schatten gesagt, Schatten. Die drei Symbole wirbeln umeinander, jedes hinterlässt eine schwache, schwarze und neblige Spur hinter sich. Sie nehmen zerklüftete Konturen an, wie Zähne und Krallen, und vermehren sich. Drei teilen sich in drei, dann wieder in drei, bis der ganze Raum von Schatten zu wimmeln scheint. Was hat er gesagt? Er sagt, viele Schatten jagen dich. Warum sie dir nach dem Leben trachten, ist ihm nicht bekannt. Okay. Interessant. Folgende. Auf den abgetrennten Arm. Fell untersucht ihn einen Moment, indem er die Muster mit dem Finger nachfährt. Dann schaut er auf und eine Reihe von Symbolen formiert sich. Erst verschwommen, dann ganz deutlich zu erkennen. Was hat er gesagt? Dakon studiert die Symbole, aber schweigt weiter. Dakon, was hat er gesagt? Der Arm gehört dir. Deren Tätowierungen sind von ihm. Hat er sonst noch was gesagt? Was kannst du mir über die Tätowierungen, ne? Sonst noch was gesagt? Dakon schweigt für einen Moment. Die übrigen Symbole sind mir nicht bekannt. Bist du dir sicher? Dakon spricht mit festem Blick zu dir. Ja. Naja. Nicht so wichtig. Was hat Fels zu den Tätowierungen auf dem Arm zu sagen? Naja, nicht so wichtig. Was hat Fels zu. Ach so. Doppelt und so. Gut. Fell untersucht den Arm nochmals, wobei er die anderen verblassten Tätowierungen auf der Oberfläche nachfährt. Dabei erscheinen die Tätowierungen nacheinander als Symbol über seinen Kopf. Er ist verschwommen, dann klar und deutlich. Er sieht dich an und wartet. Was hat er gesagt? Er sagt, dass der Arm vergessene Tätowierungen trägt. Er hat sich gerade an sie erinnert. Sie gehören dir, wenn du sie willst. Okay, ich würde gerne alle Tätowierungen sehen, die er anzubieten hat. Ein paar Fragen noch. Abgetrennten Arm, kann er mir was über mein Tätowierungen auf dem Körper? Fell geht eine Weile um dich herum und betrachtet deinen Körper eingehend. Er gibt jedes Symbol, das er untersucht, wieder. Dann geht er zurück und sieht dich wieder an. Was hat er gesagt? Er sagt, die Tätowierungen sind nicht von ihm. Verstehe, ich hätte noch ein paar Fragen. Dakon nickt. Gut. So, ich will nochmal wie dort hinten. So, nochmal dahin. Da. Das kann er mir mal erzählen. Was hat er gesagt? Okay, ich würde gerne die Tätowierung sehen, die er anzubieten hat. Gut, Tätowierung der Ruhelosen. Huhu. Jetzt mal gucken. Diese Tätowierung kündet von deinen Bemühungen, die ruhelosen Toten des Mausoleums zu beruhigen. Du kannst auf ihre Dankbarkeit zurückgreifen, um dich selbst oder deine Gefährten zu segnen. Der Einsatz dieser Tätowierung ist auf eine bestimmte Anzahl beschränkt. Danach verschwindet sie einfach. Okay. Das ist auch. Es wird so verdammt interessant, nicht? Nicht, ja, nicht. Oha, wie teuer. Oder so. Offenbarungstätowierung. Diese Tätowierung erhöht die Intelligenz des Anwenders, wodurch er sich leichter an etwas erinnern kann und seine Zauberfähigkeiten dadurch unterstützen kann. Tätowierung der größeren Macht. Diese Tätowierung erhöht die Stärke des Anwenders, wodurch seine körperlichen Angriffe mehr Schaden anrichten und er mehr Gewicht tragen kann. Tätowierung der Träume von S-Anon. Plus 1 auf Rettungswürfe gegen Zauber, plus 1 zu Basistrefferpunkten.
Aus irgendeinem Grund hat dich die Geschichte des Ausrufers von S-Non mit einer seltsamen Nostalgie erfüllt, von der du Fell erzählt hast. Diese Tätowierung beschwört sowohl diese Nostalgie als auch die Beharrlichkeit der Ausrufer von S-Non herauf und gewährt dir einen Vorteil auf Gesundheit und Ausdauer. Vom künstlerischen her gesehen ist dies eine der besten Arbeiten Fells, obwohl die Tätowierung jenes S-Anon, das dir von den Ausrufern von S-Anon beschrieben wurde, lediglich andeutet. Kannst du die großartigen gewundenen Parkanlagen und lichtdurchfluteten Straßen durch die komplizierten Symbole beinahe fühlen? Ah, die Tätowierung hilft, das Andenken an diese Stadt zu bewahren und den Traum ihrer Bewohner zu erfüllen, dass ihre Erhabenheit jederzeit in Erinnerung bleibt. Tätowierung des Schädels. Oh, ziemlich viele. Trotz all seiner Fehler scheint Mord als Begleiter dir mehr Fähigkeiten zu verleihen und die Fremdheit der Straßensegels etwas zu mindern. Diese Tätowierung verstärkt dieses Band, verleiht dir +1 auf Charisma und verleiht dir, wenn du sie anrufst, auch einen Teil von Mords Glück und seiner Fähigkeit, alles, was ihn sonst zum Schweigen bringen würde, wie beispielsweise Lähmung oder Betäubung, mit einem Schulterzucken abzuschütteln. Unglücklicherweise gibt es dem Anwender auch einen Strafpunkt auf seine Weisheit, was nicht schwer zu verstehen ist, wenn man bedenkt, wie wenig Mord davon hat. Diese Tätowierung kann ihre Glückseigenschaft nur begrenzt oft übertragen, der Charisma-Bonus bleibt jedoch auch, nachdem die Macht der Tätowierung aufgebraucht ist, bestehen. Ah ja, das heißt, einmal verwendet ist dieser Boni von dem Dingens da für immer da. Tätowierung des Geistes. Durch diese Tätowierung erhält der Anwender einen geringen Weisheitsbonus, wodurch er sich leichter an etwas erinnern kann und er einen größeren Prozentsatz von Erfahrungspunkten gewinnt. Okay. Tätowierung der Seele. Diese Tätowierung erhöht die Weisheit des Trägers, wodurch... hab ich doch. Wie? Achso, das beides ist das gleiche. Des Trägers wurde ich... Achso. Tätowierung der Handlung. Diese Tätowierung erhöht die Reflexe des Trägers, wodurch er schwerer zu treffen ist. Ja, das ist auch ganz gut, denke ich. Tätowierung der größeren Handlung. Diese Tätowierung erhöht die Reflexe des Trägers, wodurch er schwieriger zu treffen ist und seine Lebensfähigkeit verbessert. Tätowierung der Gesundheit. Diese Tätowierung erhöht das Durchhaltevermögen und die Schmerzwelle des Trägers ein wenig, wodurch er im Kampf schwieriger zu besiegen ist. Ah ja, okay. Für Dakon, denke ich, ist das ganz gut. Kann Morta eigentlich auch ein paar tragen. So auf den Schädel eingeritzt. Okay. Diese Tätowierung erhöht das Durchhaltevermögen und die Schmerzschwelle des Trägers, wodurch er bla bla bla. Hatte ich das nicht? Achso, das ist Gesundheit der großen Gesundheit, okay. Oha, wie viele. Tätowierung der größeren Präsenz. Na komm. Diese Tätowierung macht den Träger eindrucksvoller und beherrschend, wodurch seine Präsenz und Führungsqualität unterstützt wird. Tätowierung der Ausdauer. Diese Tätowierung gewährt dem Träger einen geringen Gesundheitsbonus, wodurch es schwieriger wird, ihn bewusstlos zu schlagen. Größere Ausdauer ist dann wieder das gleiche, nur besser. Tätowierung der Abwehr. Diese Tätowierung bietet einen leichten Schutz gegen körperliche Angriffe. Sie erhärtet die Haut des Trägers, wodurch er im Kampf schwieriger zu verletzen ist. Tätowierung der verlorenen Inkarnation. Gott. Diese Tätowierung stammt von dem abgetrennten Arm, den du in der verstümmelten Krypta gefunden hast. Anscheinend berichtet die Tätowierung von den Erfahrungen einer deiner verlorenen Inkarnationen. Diese Symbole und Geschichten kommen dir unbekannt vor, aber sie scheinen von einer Zeit zu erzählen, in der du dich in den Straßen des Stocks verirrt hattest und verlassen warst, und als du dich kaum von dem ernähren konntest, was du anderen, auf die du trafst, stahlst oder raubtest. Die Verbrechen, die die verlorenen Inkarnationen begingen, trieben ihn an, schließlich zu den Katakomben, der weinenden Steine, wo er beinahe ein Jahr lang überlebte. Wenn du diese Tätowierung trägst, scheint sie
deinen Überlebensinstinkt hervorzubringen und deinen Körper zu zwingen, auf jeden Schaden, den du erleidest, zu reagieren, wodurch du schneller heilst. Wenn du die Macht der Tätowierung anzapfst, kehren einige der Erinnerungen daran, wie du dich unter Siegel versteckt hast, zu dir zurück. Ah. So erhältst du den Vorzug der Erfahrungen deiner letzten Inkarnation. Das kann die Inkarnation nur einmal bewirken, aber wenn sie einmal aufgerufen wurde, bleibt die schnellere Regeneration bestehen. Ah, okay. Das werde ich mir, denke ich, kaufen. Tätowierung der Dunkelheit der Einöde. Ja, das ist auch wieder für was? Für Diebe? Okay. Viel Text, das lesen wir mal. Diese Tätowierung stammt von dem abgetrennten Arm, den du im verstümmelten, in der verstümmelten, den du in der verstümmelten Krypta gewonnen hast, Mensch. Anscheinend berichtet die Tätowierung von den Erfahrungen einer deiner verlorenen Inkarnationen. Die Symbole und Geschichten kommen dir unbekannt vor, aber sie scheinen von einer Zeit, bla bla bla, Katakomben, bla bla bla, nur diese Drink, bla bla, ist das gleich langweilig. Tätowierung der weinenden Steine. Viel Text, überall viel Text. Scheiße, ist da viel Text. Diese Tätowierung, die Symbole und Geschichten kommen dir unbekannt vor. Siegelstraßen, eine zweite Heimat wurde. Sie erzählt davon, wie du in die Gruft hinabstiegst, in der Dunkelheit lebtest und lerntest, warum die Steine unter Siegel weinen. Wenn du diese Tätowierung trägst, wirst du widerstandsfähiger gegen Kälte. Dein Körper wird abgehärtet und deine Haut erhält die Struktur und Stärke der weinenden Steinmauern. Dadurch bekommst du allerdings auch einen hungrigen, ausgezehrten Ausdruck, so als ob du gerade verhungerst. Nur die Macht und Ansatz, bla bla. Gut, bleiben die Widerstand gegen Kälte und der Bonus auf die Rüstungsklasse. Wie groß ist der Bonus auf die Rüstungsklasse? Okay. Das sind also die jetzt von dem Arm. Gut zu wissen. Tätowierung der schweigenden Münze. Auch wieder nur von Dieben. Hier werden die ziemlich bevorzugt, habe ich das Gefühl. Der Treffsicherheit. Tätowierung des Aderlasses. Das heißt, diese Tätowierung stellt eine Stachelpeitsche dar. Wenn ihr Träger im Kampf einen Gegner trifft, wird die Tätowierung aktiv und die Peitsche verbeißt sich zusätzlich in das Fleisch des Gegners. Aha, plus 1 Schaden auf Schaden bei allen Angriffen. Okay. Machttätowierung. Stärkebonus. Einsichtstätowierung. Plus 1 auf Intelligenz. Tätowieren der Präsenz. Aber ein Charisma, Tätowieren der größere Abwehr. Plus 2 auf. Na, nirgends. Ich will das. Das sind aber 900 Kupferstücke. Das ist voll teuer. Ich glaube, wir werden uns noch nichts kaufen. Tätowieren der Ruhelosen. Das vielleicht. Aber das ist auch billig. Brauche ich nicht. Will ich nicht, brauche ich nicht. Immer. Fertig. Ja, Erledigt. Da kann man durch. Schon gut. Okay. So. Okay. Menschenhaut ist über diese Holzrahmen gespannt. Die Häute sind mit Tätowierungen bedeckt. Das waren also mal unsere, oder wie? Menschenhaut. Okay. Schön. Schon gut. Gut zu wissen. Schön. Na, Anblick. Dieses Muster zeigt die Umrisse einer Bestie mit einem winzigen Dämonen im Kopf. Dieses Muster zeigt eine Reihe schwarzer Flüsse, deren Verläufe sich teilen, überkreuzen und dann wieder zusammenfließen. Okay. Dieses Bild zeigt einen geschwärzten Speer von der Spur in schwarzen Dunstes wegdriftend. Irgendwas. Wasser. Ja, mit dem Blick auf unsere Haut, wirklich? Hat er irgendwas von gesagt oder so? Naja, gut. Wir sehen uns, wir hören uns, wir tun so irgendwas. Stehst du? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.